Bei Germany's Next Topmodel gibt sie den Ton an. Heidi Klum steht mit ihrem Namen für die Modelshow und ist die unangefochtene Chefin. Die Jurykollegen sollen frischen Wind in die Sendung bringen, aber der Modelmama bitte nicht die Show stehlen. Genau die Gefahr ist bei Wolfgang Job aber ziemlich groß, denn der Designer mausert sich zum absoluten Liebling, sowohl bei den Modelmädchen als auch bei den Zuschauern. GNTM-Laufstegcoach Masson Reid Prall hat das Jurymitglied live erlebt und verrät sein Geheimnis. Die sind alle verliebt in Wolfgang, er ist wie der große Opa. Auch ich habe ihm in mein Herz geschlossen, er liebt zu quatschen, sagt immer Geschichten über sein Leben, aber richtig interessante Sachen. Und er hat solche ruhige Art, das zu erzählen. Und du fühlst dich, oh, du willst einfach in seine Arme kuscheln und alles. So, er ist ein richtig liebvoller Mensch. Na, da ist aber jemand richtig begeistert. Doch genau dieses Bild scheint gerade so ziemlich jeder von Wolfgang Job zu haben. Und genau das könnte ihm zum Verhängnis werden, denn bis jetzt war es fast immer so. Wenn ein Jurymitglied Heidi auf der Beliebtheitsskala überholt hat, wurde es ausgetauscht. So zumindest erklärten viele den Weggang von Rolfe Scheider oder Thomas Rath. Hoffen wir, dass es Job so nicht ergeht. Wir würden uns auf eine nächste Staffel mit dem Designer auf jeden Fall freuen.